Irgendwo in den unendlichen Weiten des Himmels herrscht der Gott. Was war das denn? Eine Rayquaza EX Box. Danke, Gott. Ich danke dir. Du da oben. Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Pack Opening hier auf meinem Kanal, meine Friends. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir ein Geschenk bekommen von unserem Gott aus dem Himmel. Und zwar die Rayquaza EX Box mit Roaring Skies und mit Phantomkräfte, Leute. Das Ganze ist natürlich mit einer riesen Rayquaza-Karte und mit einer Rayquaza EX-Karte. Und ich würde sagen, wir machen den Bad Boy auf und starten los ins Pack-Opening. Und da haben wir auch unsere Booster, Leute. Und zwar mit Deoxys of Roaring Skies, Mega Latias oder Latios, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten, Mega Gardevoir und ein Duoclis aus Phantom Force. Und es ist sogar ein Primal Clash dabei, das habe ich gar nicht gesehen. Von daher haben wir auch ein bisschen mehr Variation hier dabei. Und der Gott, der uns dieses Paket gegeben hat, Leute, ist kein anderer als Rayquaza EX. Hier ist er. Einfach ein wunderbares Artwork. Guckt euch das doch mal an, ey. Der sieht wirklich furchteinflößend aus, dieser Drache, oder? Also ich finde die Karte auf jeden Fall mega schön, ey. Das Artwork, was heißt schön? Das sieht mehr gruselig aus, aber es sieht einfach fantastisch aus, das Artwork. Richtig krass. Und das Ganze natürlich auch in, puff, in big nochmal. Hier nochmal, damit ihr sehen könnt, diese Karte ist etwas größer als die andere. Ja, sick würde ich sagen. Sick, sick, sick. Wir machen, oder wir fangen an mit Roaring Skies, Leute, und dann schauen wir mal, was wir da ziehen werden drinne. Den Online-Code packen wir beiseite. Und ganz wichtig ist, Leute, falls ihr mehr Pack-Openings sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder gebt einfach mal einen Like-Button. Das würde mich auch interessieren. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich mit Online-Pack-Openings durchstarten soll. Weil das ist halt für mich in dem Sinne auch ein bisschen besser. Weil die Online-Sachen sind wahrscheinlich auch besser zum Aufnehmen für mich. Deswegen, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das in Zukunft vielleicht auch machen soll. Das habe ich ja damals mal Challenges gemacht. Und ja, ob ich das jetzt wieder machen soll, ist halt so eine Sache, die bei euch liegt. Galagladi EX zum Start des Pack-Openings. Mann, ey, das geht doch gar nicht besser, ey. Junge, 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 wir starten gleich mit einer EX. Und was für eine unglaubliche EX. Galagladi EX sieht ultra sick aus. Kriegt ihr das mit dem Arm so, als ob es so eine Laubklinge, so einen Punch so gibt, ey. Mega cool, ey. Die allererste EX heutigen Tag. Das ohne Kartentrick, Leute. Ohne. Ultra sicke Karte. Skyfield. Tropius. Der chillt in Baumhausen City. Seht ihr das? Da diese Baumhäuser im Hintergrund. Das ist Baumhausen City, Leute. Und diese Energie sieht ein bisschen hyperradioaktiv aus. Krasse Sache, ey. Und ja, das würde mich mal interessieren, ob ihr darauf Bock habt. Alter. What? Seht ihr das? Das Pack ist schon halb auf. Okay. Also das macht mir jetzt ein bisschen Angst, so, wenn ich so Packs kriege, die schon halb auf sind. Und der Kleber ist auch nicht so das Wahre. Was geht hier ab mit den Packs, Leute? Was ist da los? Also die Packs sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, würde ich sagen, ne? Diese ganz alten Packs, ey, haben die schon alle so einen kaputten... Kuna kann sich biegen? Das wusste ich gar nicht, dass das Ding sich so verdrehen kann. Kuna, du bist schon ein richtiger Maufau, ey. Richtig krass. Oh, das Torchic mit dem Boss-Artwork. B-O-Z-Z. Wallbeat, Leute. Und vielleicht hat uns ja jemand hier eine EX reingepackt. Und tatsächlich, wir haben ein Aggron EX, Leute. Ein Stolos EX. Mein Gott, was ist denn das für ein Luck heute, ey? Das geöffnet.
Oh, bitte, ich will noch mehr Packs haben, die offen schon sind, ey. Ein Aggron EX nochmal jetzt hier als zweite Karte, beziehungsweise als zweites Booster, als zweiten Pull. Und das sieht auch ultra krass. Seht dieses Schlitzer, die sie da hat, da. Wow. Das ist schon echt eine nice Karte, ey. Krass, ey. Aggron EX, willkommen im Team. Leute, hört das überhaupt auf? Zwei EXs, zwei Packs noch und wir haben insgesamt schon fünf EXs mit der großen Karte. Roaring Skies bewahren wir uns zum Schluss auf, weil da kann das Shaman drin sein, was ihr unbedingt sehen wollt, habe ich schon gehört. Zu Roaring Skies, vielleicht werde ich da auch mal ein Display zu aufmachen und das Booster ist wieder... Na, okay, es ist diesmal nicht ganz so heftig wie das andere, aber das letzte, das war ja wohl ein Witz, ey. Also wie das schon auf war, das war ja mehr auf wie alles andere, ey. Krass, ich glaube, ich habe eine Karte zerknickt, oder? Den Duodino hier. Hey Duodino, kriegst du Fokus? Willst du keinen Fokus? Er will keinen Fokus, Leute. Er will keinen Fokus. AZ, Kengar Spirit Link. Gibt's Gengar drin? Mega Gengar oder was? Finneon. Das Pokémon ist so useless einfach. Das ist so useless. Das braucht irgendwie eine weiterentwickelte Form nochmal, ey. Weil ansonsten kann es nichts mehr reißen, ey. Und das ist auch schon ganz schön klar, dass jetzt hier nichts hinter ist. Ich habe auch nichts mehr erwartet. Und der, aber die Reverse sieht ultra cool aus mit den ganzen Bonbons da so, ne? Der kleine Schleckermaul hier. Nur ein Skorgro. Aber Skorgro ist auch ein cooles Pokémon, was ich gerne hinnehme nach den jetzigen Pulls schon mit Aggron und Galagladi, Leute. So, das letzte Pack wird geöffnet hier vom Pokémon Roaring Skies. Der Pack wird beiseite gelegt, weil vielleicht kann ich da online noch was ziehen. Ich glaube, ich werde das ehrlich machen, Leute. Ich werde heute Abend mal so einige Online-Codes einlösen und mein DVD-Player geht an, weil ich so ein Ding da drauf geworfen habe. Nur weil ich da Packpapier drauf gepackt habe. Oh mein Gott, ey. Wir haben hier Latios Spirit Link. Das sieht cool aus, ey. Dieser Kampfjet, ey. Dann mein Pudox, ein Wablu, ein Frisselblitz. Was glaube ich denn? Vor Zebritz sagen eigentlich. Ein Dratini, was ich bei Pokémon Go immer noch nicht gefunden habe. Ich suche dich. Wenn du bei irgendeinem Himalaya-Gipfel bist, ne, dann gibt's Ärger. Und ich lasse es jetzt da liegen. Wingull, Dummiesel, Frisselblitz. Und die letzte Karte, Leute, die wir ziehen werden, ist ein Altaria Ancient Trade. Eine Ancient Trade ist eine halbe Full Art, Leute. Und das ist schon doch ein grandioser Abschluss einfach für dieses Pack-Opening mit dieser Ausbeute. Das ist hammerheftig krass. Das ist hammerheftig krass, Leute. Puh. Ich würde sagen, Leute, das war's auch schon von dem heutigen Pack-Opening. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen natürlich über einen Like, über einen Kommi. Und wenn ihr mehr Pack-Opening sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist, Leute. Haut rein, euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut und ciao, Leute.